gegen kurz nach 16 Uhr ist ein schweres Gewitter mit schweren Sturmböen über die Gemeinde Gannergesee hinweggezogen. Begrenzt in der Linie südlich der A28 und nördlich der B213 sind zahlreiche Einsatzstellen nach und nach angekommen. Und diverse Bäume mussten oder müssen immer noch von den Einsatzkräften beseitigt werden. Wir waren eine Minute vorher draußen, wegen in der Schule ein Baum runtergeknallt ist. Und dann sind wir in der Küche gegangen. Und dann haben wir gehört, dass es gekracht hat. Und dann sind wir in den Garten gegangen. Und dann haben wir gesehen, dass ein Baum aufs Baumhaus und aufs Gartenhaus gekommen ist. Ja, die Uhrzeit, das war 16 Uhr circa. Baute sich ein bisschen auf und dann auf einmal kam eine weiße Wand wie ein Tornado und Windgeschwindigkeiten unermesslich und dann ging es los hier. Ne? Dächer wurden abgedeckt, Bäume sind umgefallen. Innerhalb von 2 Minuten war dieser Spuk mehr oder weniger vorbei und jetzt sieht es hier so aus, wie es aussieht. Ne? Muss hier lokales Unwetter gewesen sein. Unglaublich. Kam aus dem Nichts heraus. Insgesamt 10 Einsatzstellen auf einer Strecke von 200 Metern. Diverse Dachstühle sind kaputt. Zum Glück keine Personenschäden.